So, dann Arbeitspläne, neuen Dienstplan, wäre für die Reinigung und soll den kompletten Plan bieten, den kompletten Plan, den kompletten Park beinhalten. So. Reinigung, Reinigung, Reinigung. Kann ich sonst inzwischen hier irgendjemanden fortbilden? Ja. Die sollen ja auch was können. So, ist das. Das Ding machen wir wieder an. Was haben wir denn sonst noch für Meldungen? Okay, bisschen Sicherheit. Bisschen. Der Techniker sollte eigentlich auch schon vom Prinzip den ganzen Park machen. Ich mache dafür vielleicht auch zwei, dass sie sich abwechseln können. Und zwei Sicherheitsheinis. Alter! Das passt auch hier überhaupt gar nicht rein. Ich muss das wieder ausschalten und nur für Horrorgames anmachen. Und noch ein Techniker. So, dann mache ich jetzt zwei neue Arbeitspläne. Dafür lösche ich den. Gut, ist zwar an sich eigentlich mal derselbe. Und Sicherheit. Ich will einfach nur, dass sie ihre eigenen haben. So, dann haben wir hier den Techniker. Ist auf Technik und Sicherheit hier. Dann haben wir das erledigt. Keine Diebstähle, sehr gut. 2700 Dollar Profit. Und hier haben wir Silber erreicht. Sonst passt das. 5 beliebige Fahrgeschäfte. Ja, wir können uns ja an sich noch ein paar leisten. Wir müssen uns ja sowieso hier mit den. Wir müssen ja sowieso aktuell mit den kleinen vorlieb nehmen. So, mache ich hier direkt daneben. Warte, nee, bisschen würde ich das doch noch verschieben. Weil das hier ist auch eine sehr kurze Warteschlange. So, Ausgang. Das geht nicht mehr. Der muss weg. Na, aus dem. So. So, dann kommt hier der normale Weg. Der geht einfach weiter. Hier müssten wir auch was anbinden. Der soll natürlich einfach nur raus. Dann brauchen wir wieder Szenerie. Und einen weiteren Mülleimer. Wenn sie rauskommen, können sie ihre Fahrkarte wegschmeißen. Kommen hier ein paar so Felsen. Warte, ich will hier keine Favoriten. Groß, klein, groß. Zwischendrin ein bisschen Grünzeug. Kann ich eigentlich beim Terrain? Terrain kann ich nichts machen, oder was? Na gut. Formschnitt.
Fahrtkamera, Zeitmaschine. Okay, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Ding würde ich gerne anschmeißen. Ich meine, die haben ja ein bisschen hübsch, ne? Also so ist das nicht. Requisiten. Ja. So, hier irgendwas. Krakenmonster. Alter, wie nice. Das ist schon ziemlich cool. Kraken-Tentakel, aber das müsste man hier irgendwie eher unterirdisch verstecken. Fassrollbahn. Märchenband. Piraten passen halt hier eigentlich gar nicht, ne? Schon interessant. Ich lasse das erstmal. Sollte ja hoffentlich reichen. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Schnellkohle machen. Ich hoffe. Nee, wir machen Verlust. Gefühlt. Alle ein bisschen fortbilden. Solange wir uns das noch leisten können. Okay, wir machen wieder Plus. Gäste. Zufriedenheit mit 60%. Sofa 09, danke für den Follow. Krakenslayer sehr billig. Ja, du. Habe ich. Alter, Prestige 1369. Habe ich das richtig verstanden? Pro Stern kann ich 3 Dollar erhöhen. Ich mache das jetzt einfach mal auf 30 Dollar. Spaßeshalber. So. Ja. 39 Dollar maximal. Na gut. Weißt du was, dann mache ich. Bisschen Puffer, 38. Sollen sie blechen. So, wie schaut's hier aus? Okay. Warten war sehr schnell vorbei, das ist natürlich toll. 15% Kickflip 1 ist wirklich preiswert. Oh, schön. Also, bezahlen nicht alle, meckern manche, aber die Mehrheit zahlt. Na, okay. Das hier geht eher gut ins Plus, also können wir uns das auch leisten. Was ist das hier? Was macht das? Achso, einfach Informationen. Vielleicht. Oh, warte mal, könnte ich nicht hier so ein Krakenmonster reinbasteln? Das wäre lustig. Direkt am Eingang. Ja, die Frage für mich ist gerade so ein bisschen, was genau ist der Eingang? Ist das das hier unten oder? Ich sehe nicht so wirklich ein Eingangsgebäude. Achso, von dem Fahrgeschäft. Ach so, also praktisch an jedem Fahrgeschäft einfach instant so ein Geldautomaten. Wo finde ich denn den? Servicegebäude, ne? Geldautomaten. Habe ich nicht. Ach stimmt, ich müsste ja auch noch forschen. Erste Hilfe. Kunstformen. Na gut. Bei den Hauptattraktionen erforschen. Ja gut, habe ich jetzt. Ja gut, aber das geht ja relativ schnell. Keine abgeschlossen. Ich habe doch schon mal geforscht. Will der mich verarschen? So, hier ist die Hölle los. Benachrichtigung. Ja, das haben wir doch inzwischen erledigt. Vielleicht noch einen zweiten.
Nee, Moment, ich habe schon zwei. Nee. Ja, okay. Achso, das sind die Benachrichtigungen. Die durchschnittliche Zufriedenheit der Gäste sinkt. Imbissstand und Durst und Toiletten. Verstehe ich. Wir machen mal einen Planet Coaster Imbiss. Einfach hier beim Info. So, das Ding möchte ich drehen. So, passt das. Dann Getränke laden. Planet Coaster Getränke und Toiletten. Piratentoiletten. Wow, die passen hier super rein. Ja, frohes Schaffen, ne? Also. Frohes Schaffen, ja. Und jetzt brauche ich da praktisch wieder Wege. Blockiert. Ach hier, nee, wo ist denn? Ja, mache ich dann, wenn ich das heute noch schaffe, weil ich fahre in ein paar Stunden in Urlaub. Ich bin ja eigentlich ein bisschen sozusagen auf der Durchreise. Warteschlange vielleicht? Nee. Ich drehe das einfach mal kurz. Vielen Dank. War vielleicht so hier? Ne, das sind schon beides am Rand, die Ausgänge. Ich finde halt diese Toilette hier überhaupt nicht gut. Ich sag's, wie es ist. So. Dann haben wir das auch angebunden. Haben wir ja erledigt. Das haben wir gemacht. Personalzufriedenheit ist gesunken. Angestellte haben zu wenig Arbeit, das kann nicht sein. Viele Gäste haben Durst, darum habe ich mich jetzt eigentlich gekümmert. So, das haben wir alles. Wir bräuchten hier praktisch noch zwei Fahrgeschäfte. Hierfür würde ich gern weiteres Personal anstellen. Dann brauchen wir hier wieder ein bisschen Reinigungskraft, wenigstens eine. So. Wobei hier Reinigung. Zwei Fahrgeschäfte einladen, ein sonstiges. Ja, weil die neuen dann nicht mit drin sind. So. Technik brauchen wir dann auch noch mal jemanden, der hier alles macht. In Sicherheit brauchen wir auch noch mal jemanden. Achso, ich habe nicht gespeichert. So, Hausmeister haben wir jetzt 4. Natürlich sollen sie dann dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld bekommen. So, der bekommt 180.
Ich würde sagen, wir gehen immer $30 hoch. Dann bekommt er erstmal 150. So, du gehst auch auf Reinigung. Dann brauchen wir noch einen Techniker. So, Level up, Level up. Der ist schon Level 4. Also 3 mal 30, $90 mehr. Also 380. Der ist bei 320 und der bleibt. Und auf Techniktour. Dann noch einmal Sicherheit. Sollte reichen. So, dann kriegen die beide 60 mehr, also 210. Und der hier geht auch auf Sicherheit. Verkäufer bräuchten wir jetzt natürlich auch. Eigentlich mal 4 Stück. So. Bei einer kommt ja immer gleich mit dazu, oder? Hier. Ist ja auch beides dasselbe, ne? Ja. Du machst hier. So, der 3 Stufen, also $90. Sind wir bei 240. Der ist bei 180. Der wäre bei 180. Aber dann sollen die auch ordentlich arbeiten, klar. So, Reinigungskräfte schon wieder. Nice. $210, die, wenn sie gute Arbeit machen, sollen sie auch belohnt werden. So. Und mal sonst noch was? Techniker können schon wieder. So, 350 und 320. Ich könnte mich die ganze Zeit nur mit den Leuten hier beschäftigen. Sind wir jetzt mit allen durch? Hier haben wir noch jemanden. Ah, Sicherheit. War das nicht gerade einer aus der Sicherheit? Hier. Ah, nee, Verkäufer. So, 210. Jetzt sind die alle bei 210. Aber dementsprechend sind sie eigentlich auch alle sehr zufrieden. Noch. Warum ist er nicht zufrieden? Information 17 ist wohl nicht so viel los, wa? Ja, warum ist da so wenig los? Premium Pass. Okay. Ist wohl nicht so. So, was haben wir jetzt hier? Dieb. Das haben wir anscheinend alles geregelt. Zufriedenheit. Warum ist die Zufriedenheit hier so gering? Oder ist das nur ein Gast? Dieb. Das kann ich alles nicht mehr anklicken. Läuft herum. Techniker. Ich hoffe, sie kommen wenigstens alle ihrer Arbeit nach. Hier könnte man mehr dekorieren.
Und wir machen inzwischen Minus. Nice. Wie schaut's hier aus? Ich gehe mal 3 Dollar hoch. Also 11 Dollar. So, hier würde ich auch gern ein bisschen hochgehen. Ja. Haben wir. Und jetzt haben wir hier. Da können wir auch 3 Dollar hoch. Auf 12. So, und schwupps, machen wir wieder plus. Nicht besonders viel, aber immerhin ein bisschen. Alles gar nicht so einfach. Mehrere Angestellte haben so wenig Arbeit. Läuft herum, läuft herum, läuft herum. Eigentlich sollte niemand rumlaufen müssen. Ordnung ist ja auch überall. Oder liegt nichts rum? Nee, das passt. Ich bräuchte bald noch ein Fahrgeschäft. Müsste ich aber noch ein bisschen sparen. Das hier würde als nächstes gehen. Gönnen wir uns einfach. Aber jetzt geht gerade unser Geld wieder runter. Da muss ich mal kurz warten. Rausgeworfenen Dieb ansehen. Ciao Leben. Du Idiot. So, jetzt das Ding müssen wir uns möglichst schnell kaufen, habe ich das Gefühl. Wenn unser Geld wieder stimmt. Was halt manchmal echt dauert. Jetzt ist es wieder sehr niedrig. So, jetzt wo wir uns das leisten können. $4. Ja, jetzt habe ich gerade wieder kein Geld. Das Spiel ist tricky. Ob sich das dann am Ende auch wirklich lohnt? Komm, bring Kohle. Wir halten uns so ein bisschen im Minus und dann geht es wieder ein bisschen hoch. Dann geht es wieder runter. Das ist ganz schwierig. Komm, der Weg kostet doch fast nichts. So, jetzt haben wir anscheinend einen gut laufenden Monat. So, das müssen wir natürlich dann auch noch dekorieren. So, Szenerie, die wir uns nicht leisten können. Natur, einmal alles. Blumenfass, finde ich hübsch. So, hier vielleicht ein paar Palmen. Ich weiß nicht, inwiefern das dazu passt. Wobei, passt sogar. Requisiten, irgendwelche Fässer. Ja. So, hier das Ding würde ich verstecken zwischen ein paar Steinen vielleicht.